Ich habe hier mal ein Waffensafe hingemacht, ne? Da sind die Oh, das sehe ich Waffen gerade. drinnen. In der Kiste daneben dran sind Munition, beziehungsweise Munition, Bauteile, Sprengstoffe und Weapon Repair Kits drinnen. Weapon Repair Schnitz. Schnitz, Schmitz, Schnitz, die Katz. Schmitz. Ich höre jetzt nicht gerade schon mit einer Welle kommen, oder? Nö. Ein lustiger Start. Ich habe schon drei fertig gemacht in der Zwischenzeit, also. Irgendwann ist Ende Gelände. Irgendwann hören die Zombies auf zu kommen. Irgendwann ist die Weltbevölkerung ausgelöscht. Muss ich erst mal gucken, boah. Ich mach hier. Ich hätte echt zur Vorbereitung die letzten Folgen von Let's Play nochmal angucken können, aber nein. Habe ich auch nicht gemacht. Weil wir können ja irgendwo hingehen und Spaß haben. Und Schwaben? Ins Schwabenländle, genau. Bekannte von mir ist jetzt dann wieder in ihr Heimatland gereist, Hanoi, und da habe ich gesagt, oh, die schwäbische Hauptstadt. Hanoi. Oh mein Gott, der ist so schlecht, oder? Die ärgere ich immer So, wieder. jetzt Sagt, nee, guck das ich ist mir viel mal. zu kalt dort. Komm her, mein Hase, komm, 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 Ich komm. komme ja gleich, Moment. In der Zwischenzeit könnte man ja mal sagen, hallo und herzlichst willkommen zurück bei 7 Days to Die. Hallo. Was? Du nimmst schon auf? Ich habe meine Haare doch noch gar nicht zurecht gemacht. Ist doch egal, Mann. Guck mal, Hammer ins Gesicht. Das ist die Lösung für alle Fälle. Ja. Meine Schwester war bei Farbgefühle und da sahen ihre Haare dann auch so aus, als hätten schwule Vögel ein Nest gebaut. Oh mein Gott. Lag es vielleicht daran? Das könnte sein. Weißt du, was das ist? Farbgefühle. Ich werte das mal als nein. Ach so, das war eine Frage. Ja. Das ist dann so ein Konzert. Ja, und dann zu jeder vollen Stunde wird ein Countdown heruntergezählt und danach wird so Mehl, das in mit Lebensmittelfarbe getränkt wurde, durch die Gegend geschleudert und man kommt doch sehr bunt aus der ganzen Geschichte raus. Und das bringt was, beziehungsweise das wird gemacht, weil. Farbgefühle. Also, Ich weiß alles es nicht. klar. Was, meine Schwester hat mich so gefragt, du, kannst du mich abholen, kannst du mich bitte mal dorthin fahren? Dort ist derzeit das Konzert von Farbgefühl. Und ich so, okay. Hab sie Ach dorthin so, das ist gefahren. eine Band. Nee, das ist so. Die spielen alles Mögliche, ja. Das ist so Open Air Disco. Bis 22 Uhr draußen, dann wird dort überall Farbe geschmissen. Und danach geht's halt in der nächstgelegenen Disco weiter. Die After-Show-Party. Oh mein Gott, ich kann dir sagen. Und ich wusste es vorher auch nicht. Und dann habe ich gedacht, ich google das mal, was Farbgefühle eigentlich ist. Und dann habe ich gesagt, ist alles kein Thema. Ich fahre dich rein mit meinem Auto. Abholen tue ich dich mit deinem Auto. Oh Gott, sah die aus. Meine Wohnung sah aus. Nein, die kann sich nicht bei meinen Eltern duschen. Oh nein. Ist bei mir dann runtergekommen. Ich so, hey, was willst du hier bei mir? Das ist mein Haus. Das ist meine Wohnung. Raus, du darfst hier nicht rein. Hast du eigentlich irgendwo, ich suche gerade die ganze Zeit, ich habe hier diese leeren Bullet Casings. In der Wo hast denn Kiste du die? gegenüber vom Gun Safe. Okay, die einzige, in der ich nicht nachgeschaut habe. Also, Nö, das auch nichts, aber ich leg sie mal rein. sind da keine mehr drin? Leere Bullet Casings? Okay. Strange. Okay. Okay. Da kommt ja schon wieder ein Flieger. So. Oh, da hinten liegt auch noch eine Kiste. Da kommt eine Kiste runter. Interessant. Okay, ich komme auch mal.
Ja, ich. Ach, du bist schon wieder ganz woanders. Du bist gerade auf dem Weg zu den Kisten. Genau. Weißt du, wenn du. Ich jetzt in die andere Richtung. Pff, geht doch. Tschüss, da vorne ist die Tür. Na super. So mitten in der freien Wildbahn steht einfach so eine Tür rum. Ja, geh doch, davon ist die Tür. Ah ja, das wär's. Da kam ja bei mir im Betrieb jetzt die Tage einer an und hat dann gesagt, ja, er hat eine Tür in seinem LKW, die müssten wir mal abladen, ne? Ja, gut, ich hole halt den Stapler raus, hab mich noch so ein bisschen geärgert, jetzt musste Stapler fahren. Der Typ guckt mich dann so mit ganz verwunderten Augen an. Wollen Sie die jetzt wirklich mit dem Stapler rausholen? Ich so, ja klar, Logo. Warum nicht? Also, mein Gott, es gibt faule Menschen nicht. Und so, ja klar. Gut, nachdem ich dann festgestellt habe, dass diese Tür wirklich kein Gewicht hat, da das nur irgendwie so ein blöder Rahmen ist. Ich stehst da über die Dings drüber. Sicherheitstür kommt da die Tage an. Die so, ja, wird schon werden. Wird schon passe. Gut, war dann natürlich nicht die Sicherheitstür. Aber ich kann irgendwie nie wieder einen Stapler mit normalen Augen betrachten, seitdem ich Staplerfahrer Klaus kenne. Oh, sowas aber auch. Das kennst du doch bestimmt Ja, auch, oder? natürlich, natürlich. Wer kennt das nicht? Ich weiß noch, als ich das erste Mal gesehen habe, das war zusammen mit einigen Kumpels, die mir das gezeigt haben, gemeint, was, das kennst du noch nicht, Moment. Er hat so weggehauen vor Lachen, das gibt's einfach nicht. Zuerst, ich dachte ja am Anfang, das ist wirklich ein ernstes, ja gut, das ist ja sogar wirklich ein ernstes Sicherheitsunterweisungsvideo, also, das ist ja sogar wirklich gezeigt worden. Ich glaube, da ist irgendwo das Sägewerk. Das war Hey, du bist, nicht klar. wollte gerade sagen, das bist du doch, oder? Ja. Irgendwo. Der Ticker hat eine Taschenlampe, wo ich ihn dir rausgeholt habe, das wirst du, glaube ich, nicht wissen. Es gibt Leute, die haben allen möglichen Krimskrams sonst wo versteckt. Warum der gerade neben der Kirche gestorben ist, will ich auch nicht verraten. Er war gläubig. Er hatte bestimmt eine gute Geschichte, wie die da reingekommen ist. Wahrscheinlich hat er Gardinen aufgehängt. Ja, die Geschichte kommt mir bekannt vor, ja. Er hat Gardinen aufgehängt. Ja, wissen Sie, ich bin also gestolpert, dann dummerweise auf meiner Taschenlampe gelandet und die ist dann nicht mehr raus. So in der Art, ne? Ich habe hier Grafikfehler. Du hast hier Grafikfehler? Laufe hier gerade ins. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh nein. Ich bin hier am Rand des Nichts quasi beim Grafikfehler. Ich wollte rübergehen, seitdem kann ich mich nicht mehr bewegen. Ich kann gar nichts mehr machen. Gut, ich kann noch schlagen. Oh, dann musst du quitten und wieder reinkommen in das Spiel. Was? Suicide geht gar nicht mehr. Krass. Naja, du würdest wieder dein Inventar verlieren und es würde durch den Chunk-Fehler hindurchfallen. Ja, klar, aber Selbstmord geht überhaupt gar nicht mehr allgemein, das meinte ich damit. Oh, tatsächlich. Das ist ja auch Gab's bloß blöd. noch Quit? Das weiß ich daher, weil ich immer aus Versehen zuerst auf Suicide gehe, bevor ich auf Quit gehe. Ah, ja, das macht ja auch sehr viel Sinn. Mache ich auch immer. Bloß im echten Leben. Erst einmal Selbstmord begehen, danach quitten. Oh, Hauptsache, du schreist hier erstmal rum. Hast du was zum Trinken dabei? Ja. Oh, sehr gut. Könnte ich mal ein Glas bekommen? Nein. Danke. Was kriegst du? Hast du was zu trinken dabei? So reinschauen, irgendwie 64 Wasserflaschen. Ja, hab ich. Kann ich was abhaben? Nein, das brauche ich alles selber. Nein. Nein. Ich überlege gerade, in welchem Film das mal war. Ich bin auch gerade überlegen, mir kommt es auch irgendwie bekannt vor. So unbekannt ist es wirklich nicht. Ja, das ist irgendwie. Laufen wir eigentlich noch in die richtige Richtung? Naja, an der Stadt vorbei da. Jetzt ist die Frage ist, wohin wollen wir überhaupt? Ich habe mir gedacht, wir besuchen das Sägewerk in der Hoffnung, dass wir dort den mysteriösen und allgegenwärtigen El Drilerno finden. Okay.
Wir waren in der Kirche, dort haben wir keinen Segen erhalten, deswegen versuchen wir es bei meinem Sägewerk. Ja, genau, das ist so krass, weißt du? Ja, ich kann natürlich auch privat von meiner Arbeitsstätte nicht genug haben, deswegen muss ich da natürlich vorbei. Oh, der E-Mail-Junkboxer ist leer. Boah, die auf das meiner Arbeit sind, sind so Schweine, die im Büro haben ein Handy-Störgerät aufgebaut. Nein! Boah, ich hab gedacht, ich kotz. Um die Arbeitsmoral zu verstärken, nehme ich an. Oh, lecker. Ich hock da oben auf meinem Platz und hab mir dann so gedacht, oh ja, check mal deine E-Mails, nicht mal nach, was Kommentare gekommen sind. Hä? Wie keine Handyverbindung? Ist doch kacke. Mein Arbeitskollege rennt auch schon die ganze Zeit wie so ein frisch gewordenes Eichhörnchen durch die Gegend und sagt dann so, ey, das ist doch so blöd. Ah, kein Handynetz. Was zum? Ach, das ist ein Hund. Ich dachte, das Reh hat mich angegriffen. Da kam gerade ein Reh an mir vorbei und auf einmal wurde ich geschlagen. Und das war der Hund. Naja, zu Recht, oder? Naja, gut, darüber lässt sich nicht streiten, aber trotzdem schlägt man mich nicht. Oh, er will nicht geschlagen werden. Ja, ich hab's eher zärtlich, lieber. Zärtlich. Mit der Rute mal vielleicht eins drüber. Ja, das wäre was. Ah ja, darauf steht. Ach, da bist du. Ich wollte gerade sagen, worauf wartet der denn jetzt? Ich hab gedacht, du jagst jetzt vielleicht das Häschen, das da unschuldigerweise durch die Gegend gehüpft ist. Also so. Was? Da war ein Häschen? Nein, da war kein Häschen. Absolut nicht. Das wird dann der Boss. So, ein Bossgegner. So ein 10 Meter großer Riesenhase. Und das ist der vorletzte Boss. Das ist das nämlich das Haustier vom großen Bauern des Feldes. Oh mein Gott. Das Viech, das alles frisst. Oh mein Gott. What the heck ist das? Achso, das ist die... Ich glaube, ich nehme Kaffee. Tankstelle? In der wir schon nicht waren, oder? Waren wir da schon drin? Ja, also das Auto wäre schon mal offen. Das ist noch nicht untersucht. Sieht so, ja, da waren wir schon drin, aber da war irgendwo ein Abgang, wurde mir geschrieben. Und safe. Ich entsinne mich noch an die Kommentare, ja. Es ist zwar schon eine Ewigkeit her, aber ich weiß es noch. Ich kann mich erinnern, wenn man mich beleidigt. Und da das in der Hälfte der Kommentare der Fall ist, weiß ich sehr gut Bescheid. Das ist ja dann nur die Wahrheit. Ja. Nicht ducken? Alle Kommentare, die mit Du Hurensohn anfangen, weiß ich, ein höchst gebildeter Mensch, da muss ich gleich weiterlesen. Oh ja, das ist wichtig. Aber ansonsten eine Treppe nach unten. Ich muss dran vorbeigelaufen sein. Also wenn ihr die Treppe meint, dann... Oh. Treppe nach unten. Hahaha. In der Werkstatt befand sich eine Treppe nach unten. Es war eine Treppe da. Kann man jetzt natürlich argumentieren, ne? Ich guck gerade mal, ich sehe jetzt auch eine. Nein, ich sehe nicht. Gerade die Treppe gefunden, so anschauen. Und dann so einen Teppich davor schieben. Nein, ich sehe keine Treppe, ne? Nein, ist hier etwa Weibsvolks anwesend? Nein, überhaupt nicht. Hör was. Das geht ihr jetzt wieder erneut auf Tour, ne? Monty Python. Echt? Ja, gelesen. Die haben sich nochmal zusammengerottet. Autsch! Um zu glauben, dass sogar Monty Python es schafft, sich vor der Alemania-Truppe mal wieder zusammenzurotten. In the Tat. Gibt's mittlerweile eigentlich, wir haben jetzt einige... Nein, natürlich gibt's immer noch kein Level-System. Oh Mann. Ich denke, das könnte unter Umständen mit 9.0 kommen. Das wäre eine tolle Idee. Ich habe jetzt die Infos zu 9.0 nicht gelesen, aber... Ich auch nicht. Was? Ich war top vorbereitet. Du wagst es. Ja, ich wage es. Ach so. Ich darf es auch, weißt du? Oh.
Ich bin nämlich gut. Nein, 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 nein. Das habe ich mir auch die letzten Tage zu oft angehört. Du meintest der Großartige, ne? Großartig, großartig. Boah. Wo ist er?